Berlin, Silvester 2022. Straßenkampf mit Feuerwerk. Der Hass und die Gewalt der Randalierer, überwiegend mit Migrationshintergrund, offenbaren das großflächige Scheitern der Berliner Integrationspolitik. Solche Zustände in einer Stadt sind ähnlich wie eine Krankheit. Sie entsteht, sie kommt nicht über Nacht. Berlin wandelt sich zu einer Hauptstadt von verbrecherischen Parallelgesellschaften, die den Sozialstaat abschöpfen und den Rechtsstaat offen herausfordern. Ein Milieu, in dem kriminelle Clans und Islamisten problemlos ihren Geschäften und Machenschaften nachgehen. Der Staat zeigt in so vieler Hinsicht sein Versagen, was natürlich von Clans und organisierter Kriminalität im Allgemeinen schamlos bis aufs Letzte ausgenutzt wird. Daneben kämpfen Linksextremisten gegen das freiheitlich-demokratische Wertesystem, behütet von der Berliner Politik. Man hatte eher den Eindruck, die tun genau das Gegenteil. Den Leuten, die da wohnen, noch fleißig über den Kopf zu streicheln und dafür Sorge zu tragen, dass der Rechtsstaat eben sich nicht durchsetzt. Polizei und Justiz sind im Dauereinsatz. Längst haben die Kriminellen und Drogenhändler der Stadt verstanden, das System Berlin für sich zu nutzen. Und die Politik sieht zu. Jahreswechsel 2022 am Brandenburger Tor. Erstmals nach der Pandemie wird wieder groß gefeiert. Zeitgleich versinkt Berlin-Neukölln im Chaos. In den von Migranten geprägten Brennpunkten herrscht in dieser Nacht die Straße. Chaoten errichten Barrikaden. Autofahrer werden mit vorgehaltener Waffe bedroht. Neukölln ist in den ersten Stunden des neuen Jahres ein rechtsfreier Raum. Mehrere Müllcontainer waren mitten auf der Straße in Brand gesetzt. Da haben einige noch Matratzen oder so dazu geworfen und haben dann so eine Art Krieg gespielt. Ich vermute mit so verbotenen Flugkörpern, die direkt auf einen fliegen und explodieren. Ich wollte die Feuerwehr anrufen und da war nicht erreichbar. Hab aber dann ein paar hundert Meter weiter gesehen, die standen da schon. Was will man da machen? Wenn man die einzelnen Täter aus so einer Menge nicht rausfiltern kann? In dieser Nacht regieren die Gesetzlosen. Der Staat kapituliert. Ein krachendes Silvester ist man in der Hauptstadt gewohnt. Doch selbst Polizei und Feuerwehr zeigen sich später überrascht und schockiert von den Attacken. Die Randalierer greifen auch gezielt Rettungskräfte an. Lebensgefährliche Attacken auf die, die in dieser Nacht unterwegs sind, um zu helfen. Auf der Sonnenallee setzen jugendliche Krawallmacher einen Reisebus in Brand. Mit blinder Zerstörungswut ins neue Jahr. Als Demonstration der eigenen Ablehnung des deutschen Rechtsstaats. Die Berliner Regierung spricht von einem bundesweiten Problem. Doch Bezirksstadtrat Falko Lieke warnt schon seit Jahren vor Staatsverachtung im Brennpunkt Neukölln. Auch ungestörte Dreharbeiten sind hier kaum möglich. Was soll das jetzt hier? Ja, sprechen kann er auch nicht. Genau, so, das ist im Prinzip die Verachtung, die komplette Verachtung unseres Staates, unserer Rechtsvertreter, unserer Ordnungskräfte vor dem Hintergrund irgendwelcher pseudoreligiösen oder irgendwie staatlichen oder ähnlichen Ansichten. Und das ist schon übel, dass wir hier einfach sowas mitmachen und dass hier sowas passiert. Meist Jugendliche greifen in dieser Nacht den Staat an. Ihr seid super, Jungs. Einsatz und Rettungskräfte müssen sich nach Beschuss zurückziehen. So, wir fahren rückwärts. Diese Nacht ist das Resultat jahrelangen Zuschauens des Berliner Senats. Und dem fällt nicht mehr ein als ein Böllerverbot.
alles immer nur wegzudiskutieren und die Probleme auszublenden, die dahinter stecken. Das Thema Böllern, das Thema Raketen und Knallen ist nicht das Problem. Das Problem ist, was damit passiert und wie damit umgegangen wird und mit welchem Hass und Verachtung auf unsere Organe, auf unsere Sicherheitskräfte losgegangen wird. Das ist ein integrationspolitisches Problem und Thema und das muss klar benannt und diskutiert werden. Sonst haben wir echt verloren hier auch in solchen Stadtteilen. Berlin ist im Umgang mit sozial abgehängten und kriminellen Jugendlichen mit Migrationshintergrund gescheitert. So verkommt ein Kiez in Kreuzberg zur Brutstätte neuer Clankriminalität. Keimzelle ist die Werner-Düttmann-Siedlung. Hier rüstet sich der Nachwuchs arabischer Großfamilien. Ein Ermittler berichtet anonym, wie brandgefährlich die Situation vor Ort ist. Es sind da unglaublich viele Strukturen der organisierten Kriminalität vorhanden, die ja ein riesengroßes Netzwerk bilden. Und desto größer das Netzwerk ist, desto mehr Macht hat man auch in verschiedenen Bereichen. Eigentlich fast jegliche Großfamilie ist da in irgendeiner Form vertreten. Am Tag ist es meist ruhig. Doch nachts zeigt sich eine brutale Realität, in der die Straße regiert. Der Rechtsstaat findet nicht statt. Bereits früh lernen die Jugendlichen im Kiez, wie das Geschäftsmodell Kriminalität funktioniert. Hier formt sich das organisierte Verbrechen von morgen. Man hat gemerkt, so sage ich mal, dass die Justiz, der Staat an sich, schwach ist. Schwach in Anführungszeichen. Die Urteile sind sehr milde, gerade wenn man jung ist. Und dementsprechend kann man, wenn man jung ist, richtig loslegen. Und bis es da zu einer Verurteilung kommt, dauert es. Dann passieren mehrere Taten. Und dann irgendwann sagen sie, hey, okay, ich kann hier Geld machen. Und zeitgleich bestreitet man bis zum Schluss, dass man diese Taten gemacht hat. Selbst vor der Familie, weil man vor den Eltern religiöser Muslim ist. Viele der Jugendlichen in der Siedlung sind in einem Umfeld aufgewachsen, das mit islamistischen Terrororganisationen sympathisiert. Dieses Foto zeigt eine Gruppe Jugendliche mit einem Handzeichen, das auch von Islamisten genutzt wird. Allerdings wird der Glaube hier meist so interpretiert, wie es den Jugendlichen und ihren Eltern gerade ins Konzept passt. Berlin-Neukölln. Hier leben Clans und kriminelle Großfamilien längst in Parallelgesellschaften. Über Jahrzehnte sind die Strukturen gewachsen und haben sich hier verfestigt. Es sind vor allem die arabischen Großfamilien aus dem Milieu der organisierten Kriminalität, die hier Fuß gefasst haben. Mit illegalen und legalen Geschäften haben sie ganze Imperien aufgebaut. Der Berliner Islamexperte Ralf Gartban sieht die Kriminalität der Clans als bereits in den Heimatländern entstandene Strukturen, die dann in deutsche Großstädte importiert und ausgebaut werden. Das ist anders als die organisierte Kriminalität. Die organisierte Kriminalität entsteht hier, wenn sie sehen, dass es was zu verdienen gibt. Dann tun sich in der Regel Erwachsene zusammen freiwillig und sagen, ach komm, wir rauben dies und jenes, also um Straftaten zu begehen. Aber die Clan-Kriminalität, also die Clan-Strukturen werden mitgebracht und haben mit diesem kulturellen Hintergrund in den Heimatländern zu tun. Schon lange zeigt sich in Neukölln, wie der Umgang mit kriminellen Zuwanderern in Deutschland nicht funktioniert. Insbesondere die kriminellen Clans wurden in der deutschen Hauptstadt vollkommen unterschätzt. Wiederholt schlägt der Berliner Oberstaatsanwalt Ralf Knispel Alarm. Seine täglichen Erfahrungen füllen ein ganzes Buch. Den Kampf gegen die organisierte Kriminalität in Berlin hält er für verloren. Wir werden in diese Strukturen nie erfolgreich eindringen können. Das wird auch mit größtem Polizeieinsatz, mit bestausgestatteter Justiz nicht funktionieren, weil diese Clans sich in einem Maße entwickelt haben, eine Paralleljustiz führen,
Sie haben sogenannte Friedensrichter. Schon ganz erstaunlich, wer da eigentlich einen Frieden für wen schafft. Aber das ist, glaube ich, gemeint, dass man untereinander dann entsprechenden Ausgleich schafft, bis hin zu Tötungsdelikten, wo man entsprechende Chargen festlegt, mit denen man sich dann ausgleichen kann und Tötungsdelikte nicht weiter verfolgt sehen will. Mithin zu der Folge, dass Zeugen dann nicht mehr aussagen, sich auf Erinnerungslücken berufen oder behaupten, wenn sie dann mal ausnahmsweise bei der Polizei Aussagen gemacht haben, dass die falsch verstanden, übersetzt worden sind oder gar nicht so getätigt wurden, dass Polizeibeamte etwas in die Akten reinschreiben. Das ist leider nicht die verschwindend geringe Ausnahme, über die man lächeln könnte. Zu oft werden die Ermittler mit stumpfen Waffen in den Kampf geschickt. Vor allem an das Vermögen der Kriminellen kommen sie nur schwer heran. Die Clan-Kriminalität existiert, weil die Motivation dafür vorhanden ist, nämlich Profit. Solange sie rentabel ist, dann wird sie weiter bestehen. Um die zu bekämpfen, muss man den Profit abschaffen, also die Geldquellen austrocknen lassen. Und in der deutschen Hauptstadt gibt es viel zu verdienen. Auf dem Papier sind die meisten Clan-Mitglieder nur Sozialhilfeempfänger. Das große Geld machen sie hinten herum. Fürchten müssen sie sich nicht. Die Behörden sind im Kampf gegen die organisierte Kriminalität schon lange an ihre Grenzen gekommen. Polizei und Justiz wurden kaputt gespart. Bei manchen Delikten kapitulieren die Staatsorgane in der deutschen Hauptstadt schon während der Ermittlungen. Richter sprechen mildere Urteile, um Verfahren zu verkürzen. Und die angeklagten Clan-Mitglieder setzen alles daran, Gerichtsverfahren in die Länge zu ziehen. Das beginnt damit, dass sie Anträge stellen, überzeugen, die dann tatsächlich auch verfügbar und greifbar sind, mehrfach nicht erscheinen, dann irgendwann vorgeführt werden, aber mitnichten das aussagen, was sie aussagen sollten. Dann kommen gute Verteidiger, auch weil sie natürlich entsprechend finanziell ausgestattet sind von der Mandantschaft, die in aller Regel auch vermögend ist. Zwar nicht legal erworbenes Vermögen, aber zumindest über finanzielle Mittel verfügt. Kommen sie mit eigenen Sachverständigen, die dann präsent sind. Da werden entsprechende Anträge gestellt. Großrazzia auf der Neuköllner Sonnenallee. Längst haben die Clans mit legalen Geschäften eine Fassade aufgebaut. Polizei, Gewerbeaufsichtsamt und Zoll ziehen in Großrazzien gemeinsam los. Dabei werden die Beamten immer wieder fündig. Auch wenn die Clans längst nicht mehr nur in illegale Geschäfte verwickelt sind. Diese Einschätzung teilt auch der innenpolitische Sprecher der Berliner SPD, Tom Schreiber. In Bezug zur Clankriminalität kann man schon sagen, dass das alles soweit funktioniert hat, dass man in legalen Geschäftsfällen unterwegs ist. Und da meine ich jetzt nicht nur irgendeine Shisha-Bar, das ist ja so ein bisschen das klassische Beispiel. Das sind, ob das Barbershops sind, ob das vielleicht auch Spätis sind, ob das Bereiche im Handwerk sind, die eine Rolle spielen, bis hin zu dem Thema Sicherheitsdienste, bis hin zum Thema Schlüsseldienste, wo das alles auch eine Rolle spielt und wo auch Personen eine Rolle spielen. Das heißt, sie haben es geschafft, aus der legalen Geschäftswelt Nektar zu saugen, aber eben auch aus dem illegalen Bereich, den es natürlich dann auch gibt. Hier wurden gerade noch Haare geschnitten. Als die Beamten eintreffen, ist der Laden plötzlich leer. Wurden neben Haaren möglicherweise auch Gelder gewaschen? Oder ist der Betrieb vielleicht komplett illegal? Mit solchen behördenübergreifenden Razzien könnte bald Schluss sein. Grüne und Linke im Bezirk bewerten die Kontrollen als stigmatisierend und rassistisch. Gerade Neukölln ist Rückzugsort der organisierten Kriminalität. Das hat auch der langjährige LKA-Ermittler Klaus Nachtigall erlebt. Wir reden hier von Kriminalitätsbekämpfung. Wir reden hier nicht davon, Leute rassistisch zu verfolgen. Die Absicht hat überhaupt gar keiner. Und im Gegenteil, da haben wir einen sehr guten Rechtsstaat, der genau das eigentlich verhindern soll und auch verhindern wird. Und wenn wir aus irgendwelchen Gründen, sei es aus ideologischen Gründen oder warum auch immer, heute Probleme nicht mehr benennen dürfen, dann können wir diese Probleme auch nicht ernsthaft und wirksam bekämpfen. Nächste Kontrolle. Eine Autovermietung. Ähnliche Firmen sorgen für Nachschub für die meist jungen Autoposer. Am liebsten mit Stern oder Pferd auf der Kühlerhaube. Diese Hochzeitsgesellschaft wollte den neuen Lebensabschnitt hochmotorisiert beginnen. Der Corso wird von den Beamten gestoppt. In Berlin ist das vollkommen normal, ja. Wenn halt viele Jugendliche und Autos rumfahren, werden wir halt rausgezogen. Ist halt so, kann man nicht ändern.
Hauptsache, wir einigen uns mit der Polizei irgendwie und dann fahren wir alle zu unserer Hochzeit, feiern heute schön. Oft kassieren die Beamten Fahrzeuge ein. Immer wieder kommt es in Berlin zu Straßenrennen und Verfolgungsjagden. Doch gegen zwielichtige Autovermietungen sind die Behörden fast machtlos. Wir haben es ja sehr oft, gerade bei Straftaten, wenn es um Raub geht, um Überfall von Geldtransportern und das Thema Profilierungsfahrten, vieles, vieles mehr, wo beispielsweise die Autovermietung eine große Rolle spielen. Zeigen, was man hat, auch wenn es nur geliehen ist. Man bedient sich dort von OK-Kriminellen, weil man eben es auch den Autovermietern einfach macht, sich hinzustellen und zu sagen, ja, hier Person X hat angemietet. Ach ja, jetzt sehe ich auch, das Foto von dem Führerschein stimmt gar nicht mit der Person ein, die eigentlich das Auto angemietet hat. Ja, da ist uns wohl ein Fehler unterlaufen. Und das war es dann. So, dann haben die 150.000 Euro Auto, was geschrottet wurde, das zahlt die Versicherung, das zahlt wieder auch die normale, ehrliche Bevölkerung mit, nämlich in Form von den Beiträgen. Da sind wir alle als Gesellschaft sind damit die Geschädigten von solchen Machenschaften. Und die Politik ist nicht gewillt, das zu beenden und zu stoppen. Das Berliner Landeskriminalamt geht von rund 40 Firmen aus, deren einziger Zweck es sei, das kriminelle Milieu mit Fahrzeugen zu versorgen. Zum Protzen, Rasen oder aber als Fluchtfahrzeuge für kriminelle Ausflüge. Längst haben die Berliner Clans auch in nobleren Stadtteilen Berlins ihren Platz gefunden. Wie im feinen Kleinmachnow. Dabei immer wieder im Fokus ein Villenensemble mit mehreren Gebäuden und Tiefgaragen. Die letzten Besitzer? Rapper Bushido und Clanboss Arafat Abu Chaka. Nach dem Bruch der Geschäftsbeziehung folgte die Zwangsversteigerung für 7,4 Millionen Euro. Der neue Inhaber ist ein junger Clansproß, zum Zeitpunkt des Kaufs gerade einmal 21 Jahre alt. Trotz staatlicher Zwangsmaßnahmen bleibt das Villengelände also weiter fest in Clanhand. Der Rechtsstaat hat sich selbst zum Zuschauer degradiert. Der Staat gibt sich einfach preis und der Staat zeigt in so vieler Hinsicht sein Versagen, was natürlich von Clans und organisierter Kriminalität im Allgemeinen schamlos bis aufs Letzte ausgenutzt wird. Die Politik muss ja der Polizei und Justiz die Mittel in die Hand geben, nämlich die Gesetze, gegen etwas vorzugehen. Wenn die Politik aber aus ideologischen Gründen zum Beispiel sagt, das wollen wir nicht, dann sind uns die Hände gebunden. Und letztendlich leidtragender ist die gesamte Gesellschaft. Bei einer Beerdigung für einen im Jahr 2020 ermordeten Clanbruder marschieren gleich mehrere arabische Großfamilien auf. 20 Clans zählen die Behörden mittlerweile in Berlin. Die Namen sind stadtbekannt. Raub, Betrug, Menschen- und Drogenhandel sind die Basis für den Reichtum der Familien. Und auch im Waffenhandel sind die Clans aktiv. Einen Einblick in die Geschäfte bieten Daten vom geknackten Messenger-Dienst EncroChat. Lange wähnten sich die Kriminellen mit der verschlüsselten Nachrichten-App in Sicherheit. Doch Ermittler infiltrierten die Server und lasen mit. Die Daten sind ein wahrer Schatz für die Sicherheitsbehörden. Das System macht eins deutlich, sie fühlen sich sicher und sie vermitteln den Eindruck, dass der Rechtsstaat ihn nicht kann. Daraus ergeben sich ja neue Ermittlungsansätze, neue Möglichkeiten zu gucken, wer gehört denn eigentlich noch zu so einer Struktur. Das heißt, also man piekt in eine Wunde und man stellt fest, das geht immer tiefer. Unter anderem finden sich Hinweise auf den Kauf einer Kalaschnikow, einer Kriegswaffe. Die Neuköllner Clangröße Nasser Remo kommuniziert per Chat mit seinem Komplizen Tim H. offen über den Waffendeal. Wann sind die Kugeln da? Und was kostet die AK auf dem Bild? 5.000 zusammen. Komm mit der AK heute. Wann sind die heute bei dir? 20 Uhr circa. Kommt es mit die Kugeln, was ich bestellt habe? Ja. Hat es extra Magazine, die Gewehre? Nein. Mach mal gute Preis. Ich nehme die beiden Gewehre und die Kugeln heute.
Das macht die Clans so gefährlich. Ich weise eigentlich immer wieder gerne darauf hin. Viele Menschen denken, was habe ich denn mit organisierter Kriminalität? Was habe ich denn mit Clankriminalität zu tun? Jede Berlinerin und jeder Berliner können, wenn sie Pech haben und zur falschen Zeit am falschen Ort sein, sind Betroffene von Clankriminalität werden, nämlich von Auseinandersetzungen. Es kann plötzlich zu Schießereien kommen, es kann zu Messerstechereien kommen. Man ist mit seiner Familie irgendwo und gerät in eine Situation, mit der man vorher einfach nie gerechnet hätte. Und das macht die Clankriminalität, aber auch die organisierte Kriminalität im Allgemeinen so gefährlich. Nasser Remus' Waffendeal fliegt durch die Encrochat-Daten auf. Durch die unverhohlene Kommunikation kommen die Ermittler den Waffenhändlern auf die Spur. Die Geschäftspartner sind gemeinsam mit ihren Komplizen zu mehreren Jahren Haft verurteilt worden. Die arabischen Clans haben sich in der Hauptstadt in Parallelgesellschaften zurückgezogen. Strukturen, die neben der demokratischen Ordnung existieren. Ohne staatlichen Gegenwind ist das auch der gewalttätigen linksextremen Szene gelungen. Gedeckt von der Politik konnte sie sich ihren eigenen Raum in der Hauptstadt aneignen. Und so kämpft die Berliner Polizei seit Jahrzehnten auch an dieser Front. Inmitten des Berliner Szenebezirks Friedrichshain lassen die Behörden Orte gewähren, an denen der deutsche Rechtsstaat seit jeher bekämpft wird. In Berlin leben die meisten linksorientierten Gewalttäter Deutschlands. Immer wieder sind die linksextremen Hochburgen in der Rigaer Straße Ausgangspunkt von Gewaltakten und Angriffen auf Polizisten. Die Linksextremisten bedrohen auch hier lebende Familien, die nicht ihrem Narrativ entsprechen. Längst schreckt die zunehmend radikalisierte Szene auch nicht vor Angriffen auf Politiker zurück und zeigt damit ihr Verständnis von Demokratie. Das musste auch Tom Schreiber erfahren. Man kann immer nur sagen, wenn man da ein aufrechter Demokrat ist, Gesicht zeigen. Und das gilt ja in meiner Richtung gegen alle Formen des Extremismus. Also da bin ich klar gepolt. Und deren Versuch ist ja, mir etwas anderes anzuheften. Von daher bin ich da relativ gelassen. Aber es ist ja genau der Punkt, also dieses Fokussieren auf Personen, dieses Thema Hass, also dass man Hassobjekt wird im wahrsten Sinne des Wortes, dass man mir sagt, es gibt beispielsweise für mich No-Go-Areas, wo ich sage, okay, da weiß ich selber, wenn ich da hingehe, das wird schwierig. Jedes Jahr verzeichnet die Berliner Kriminalstatistik mehrere hundert Fälle, bei denen Polizisten von links angegriffen werden. Der gesamte Kiez rund um die Rigaer Straße wird seit Jahren terrorisiert. Immer wieder kommt es zu Sachbeschädigungen und Brandanschlägen. Mit den Einschüchterungsversuchen wollen die Linksextremisten bestimmen, wer hier unterwegs ist und wer hier wohnt. Bastion und Symbol für die autonome Szene in Berlin ist das Haus in der Rigaer Straße mit der Nummer 94. Es ist eines der letzten besetzten Häuser. Das Umfeld des Szeneobjekts lehnt den deutschen Staat offen ab. Das Haus ist zum Markenzeichen für die autonome Szene in ganz Europa geworden. Immer wieder gehen von dem Haus Angriffe auf die selbsterklärten Feinde aus. Die Linksextremisten haben den Kiez zur No-Go-Area für Journalisten, Anwälte und Polizisten erklärt und schrecken auch vor Angriffen und Bedrohungen nicht zurück. Als wir verdeckt drehen, finden wir im Innenhof eine Todesliste. Darauf auch die Namen von Anwälten, die die Eigentümer vertreten. Ich musste dort wegziehen, wo ich seit über 10 Jahren gelebt habe. Einfach weil aus mir noch nicht erfindlichen Gründen meine Privatadresse eben rausgefunden wurde. Es wurde mein PKW vor meiner Wohnung zerstört. Es wurde Buttersäure auf den Kindersitz meiner Tochter gekippt, was ich diesen Leuten niemals vergeben werde. Ansonsten steht hier rund um die Uhr die Polizei und ich bin ein wachsamerer Mensch geworden. Diese Leute wollen mit Gewalt, mit Straftaten anderen Menschen das aufzwingen, was sie glauben, was richtig ist. Tatsächlich leben nur noch wenige Menschen in dem Haus. Einer von ihnen ist Ralf.
Er wohnt hier seit 6 Jahren mit seinem Hund Speedy. Zuvor war der gelernte Maurer einige Zeit obdachlos und hatte mit Drogen zu kämpfen. Über sich sagt er, er gehöre nicht zum politischen, radikalen Teil des Hauses. Ich bin kein Steinewerfer, kein linksradikaler, gewaltbereiter Autonomer. Ich will das Gegenteil. Ja? Ich bin ein Mieter hier. So, basta. Und ich zahle, sollen sie ihr Geld haben von mir aus. Können sie alle haben, ich brauche ihr Scheißgeld nicht. Das ist mir wurscht. Ich brauche Freunde. Die Wohnung hat er bekommen, weil sein Drogendealer jemanden kannte. Unter der autonomen Nachbarschaft empfindet er nach seiner Obdachlosigkeit nun Fürsorge und Solidarität. Hauptsächlich sind das eigentlich letzten Endes Leute, die in allererster Linie einfach erkannt haben, dass hier was ganz, ganz doll falsch läuft und dass man hier nicht mitmachen kann. So, trotzdem sind sie natürlich gebunden in der Gesellschaft und gehen dann vereinzelt eben ihren Jobs nach, ihr Studium etc. Okay, alle ganz normale Menschen wie du und ich. Er ist einer der wenigen mit einem gültigen Mietvertrag. Von anderen im Haus ist der Wohnraum für besetzt erklärt worden. Laut Verfassungsschutz geht hier die militante linke Szene ein und aus. Geduldet von der Bezirksverwaltung. Das zuständige Bezirksamt hat über Jahre mehrfach ein behördliches Eingreifen in der Rigaer Straße verhindert. Gegen den Widerstand der Polizei, der Feuerwehr und sogar der eigenen Bauaufsicht. Dabei gehen Experten schon länger von gefährlichen Mängeln beim Brandschutz in dem Szeneobjekt aus. Es ist ja nicht so, dass das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg sozusagen proaktiv irgendetwas tut. Man hatte eher den Eindruck, die tun genau das Gegenteil. Also im Grunde genommen den Leuten, die da wohnen, noch fleißig über den Kopf zu streicheln und dafür Sorge zu tragen, dass der Rechtsstaat eben sich nicht durchsetzt, dass man nicht proaktiv und kooperativ agiert. Das große Thema ist der Brandschutz. Ganz ehrlich, das, was ja nun bekannt ist und wenn man weiß, wie dieses Haus auch zerlöchert ist, wo man weiß, dass also Wände durchstoßen sind, wo man weiß, dass Kabel, andere Dinge per Hand verlegt wurden. Wenn das da mal brennt, ist das wie ein Ofen. Und dann brennt das sozusagen relativ schnell und dann kommen Menschen schlichtweg ums Leben. Der verantwortliche Bezirksstadtrat Florian Schmidt hat ein Interview abgelehnt. Schriftlich weist der Grünen-Politiker den Vorwurf entschieden von sich. Im Oktober 2020 geht für die Hausbesetzer der linken Szene ein jahrelanger Kampf verloren. Liebig 34, noch ein Symbol der Szene, wird geräumt. Sich selbst bezeichnete das Hausprojekt als anarcha-queer-feministischer Rückzugsraum. Die Szene hat sich zum Kampf formiert. In den 3 Tagen rund um die Räumung leitet die Polizei fast 200 Ermittlungsverfahren ein. 4 davon wegen gefährlicher Körperverletzung. Es kommt zu direkten Angriffen auf Polizisten. Auch mit dem klaren Willen, die Vertreter des Staates schwer zu verletzen. Bereits im Vorfeld der Räumung drohte die anarchistische Szene mit Angriffen auf Infrastruktur von Polizei und Staat. Jene Szene, die über Jahrzehnte vom Berliner Bezirk geduldet wird. Also auch gerade von dem Gebäude sind viele Straftaten verübt worden, auch vom Hausdach auf Polizeibeamte, die unten auf der Kreuzung standen. Das muss man auch wissen, es gibt ein Dachsystem. Das heißt, wenn dann Polizei in dieser Rigaer Straße ist, dann sind viele Personen meistens auch auf den Dächern, um gezielt mit Steinen oder anderen Dingen gegen Beamte vorzugehen. Diese Ecke ist nun weg. Der Eigentümer lässt die Besetzer aus dem Haus werfen und kündigt an, eine Unterkunft für Geflüchtete einzurichten. Die linke Szene hatte das Haus zur Festung ausgebaut. Hier hinter befindet sich noch ein Treppenhaus, das eigentlich aufwärts führt. Wir haben die Kollegen versucht einzudringen. Es gab eine Außenhaut aus Metall, drinnen jede Menge andere, auch Beton, eine Dämmung und dann nochmal eine Metallplatte. Ja. Und nach Öffnen der Metallplatte hat man gesehen, dass dahinter massiver Beton ist, sodass ein Eindringen hier dann abgelehnt wurde. Das war dann nicht mehr möglich. Also die Kollegen haben gesagt, der Aufwand ist hier natürlich zu groß, hier durchzudringen.
sodass sie sich einen anderen Weg gesucht haben, um in das Treppenhaus zu gelangen. Die autonome Wohngemeinschaft lebte abseits von geltenden Gesetzen. Letztlich musste der Eigentümer sein Recht vor Gericht erstreiten. Also, wir haben mehr als 50 Personen aus dem Objekt geholt. Ja. Ob darüber hinaus noch Menschen hier gewohnt haben, vermag ich nicht zu sagen. Aber heute, wie gesagt, mehr als 50 an die 60, die hier rausgeholt wurden. Ein Fahndungsplakat im Hausflur zeigt enttarnte Zivilbeamte. Hier wird der offene Kampf gegen den Staat organisiert. Die Bewohner hatten das Haus so ausgebaut, dass sie sich möglichst verbarrikadieren konnten. Doch selbst das konnte die Staatsmacht nicht aufhalten. Was Sie sehen, hier sehen, ist eine Falltür, die war eigentlich unten. Und Sie sehen diese Löcher in der Wand, da waren so noch Querriegel drin, die die Tür tatsächlich unten gehalten haben. Die Tür ist so massiv, dass sie von unten mit einer Hydraulik aufgestemmt werden musste und zugleich von oben mit einem Flaschenzug aufgezogen wurde. Wenn man natürlich ein Haus über so lange Zeit, wie es dort geschehen ist, und die dortigen Bewohner gewähren lässt, das heißt, die auch entsprechende bauliche Maßnahmen vornehmen können, Falltüren schaffen, ganze Steinberge auf Dächern anhäufen, um gegebenenfalls auf Einsatzkräfte werfen zu können. Wenn sich so etwas verfestigt, haben sie dann natürlich im Nachhinein, wenn es dann zu der rechtmäßigen Räumung kommt, haben sie genau diese Umstellung. Gut 6 Stunden hielt der Widerstand. Am Ende beenden die Polizisten die Träumereien von Anarchisten mitten in Berlin. Seit Jahren rufen die vollkommen unterbesetzten Berliner Behörden um Hilfe. Fehlendes Personal ist längst zum Sicherheitsrisiko geworden. Mit tödlichem Ausgang. November 2016. Der Tunesier Anis Amri bringt einen Sattelzug einer polnischen Spedition in seine Gewalt. Der Lkw-Fahrer Lukas Urban liegt tot im Führerhaus. Attentäter Amri hat ihn erschossen. November 2015 reist Anis Amri illegal nach Deutschland ein und konnte sich gleich mehrfach als Geflüchteter registrieren. Immer unter neuer Identität. Der Islamist war den Behörden bereits bekannt. Doch im Dezember 2016 hatte niemand den Attentäter auf dem Radar. Unterwegs durch Berlin mit seiner Tatwaffe chattet Amri mit einem Glaubensbruder. Mein Bruder, alles in Ordnung, so Gott will. Ich bin jetzt im Auto, bete für mich. Mein Bruder, bete für mich. Gegen 20 Uhr steuert der Islamist den Sattelzug in den gut besuchten Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz. 13 Menschen sterben, etwa 70 werden verletzt. Viele weitere leiden bis heute an dem Trauma. Es ist der bis dahin schlimmste islamistische Anschlag auf deutschem Boden. An diesem Abend ist auch Kevin Möschle vor Ort, um Weihnachtseinkäufe zu erledigen, als sich der Sattelzug mit hoher Geschwindigkeit nähert. Und ich hörte dann auf plötzlich einen Knall, also praktisch einen Aufprall, drehte mich dann schreckhaft um, sah dann, wie dieses Monster von hinten her an mich rankam. In dem Moment wurde ich bewusstlos, kam dann wenige Zeit später wieder zu mir und sah nur noch, dass er in dem hinteren Bereich, in dem er ausgebrochen ist, zum Stehen kam. In der Zwischenzeit hatte ich aber wahrgenommen, dass er noch mal massiv versucht hat, Gas zu geben. Nach dem Anschlag finden die Behörden das Portemonnaie mit Amris Ausweis im Führerhaus.
Der Islamist flüchtet durch einen U-Bahnhof und zeigt noch den Gruß des Islamischen Staates in eine Überwachungskamera. Die Terrororganisation hatte Amri zum Attentäter radikalisiert. Anis Amri war kein Einzeltäter. Ja, er hat den LKW gesteuert, aber er hatte ein umfangreiches Netzwerk. Wir wissen mindestens von einem IS-Kontaktmann, der während der Tat ihn angeleitet hat, ihm psychischen Beistand gegeben hat. Die Frage, wer ihn eigentlich aus der Stadt gebracht hat, ist bis heute offen. Und Anis Amri war kein kleiner Fisch, sondern er gehörte zum Who is Who der deutschen Salafisten-Szene. Er hatte Kontakt zu Abu Wala, dem IS-Statthalter, und auch zu anderen Islamisten in Frankreich, in Italien. Also er war extrem gut vernetzt. Nach dem Anschlag stellt sich heraus, dass Anis Amri mit mindestens 14 Identitäten in Berlin unterwegs war. Der Islamist war Teil von Gruppen, die den radikalen islamistischen Kampf und Terroranschläge in der westlichen Welt unterstützen. Auch in Berlin sucht Amri die Nähe zu sogenannten Gefährdern und Radikalen. Er taucht ein in die islamistische Szene, die Berlin nicht in den Griff bekommt. Die Islamisten haben ein politisches Programm. Und man kann sie nicht so durch umarmen und freundlich sein, sie gewinnen. Nein, sie versuchen alle Mittel einzusetzen, um ihr Ziel zu erreichen. Und daher, manchmal sind sie friedlich und Demokraten und ich weiß nicht was. Aber wenn es hart auf hart geht, dann zeigen sie ihr reales Gesicht. Also Gewalt, das ist doch ihr Slogan. Am Ende stellt ein Untersuchungsausschuss fest, die Sicherheitsbehörden haben versagt. Mehrfach habe die Chance bestanden, Amri zu stoppen. Doch diese wurde nie ergriffen. Tage vor seiner Tat ist Anis Amri auf der Kieler Brücke in Berlin unterwegs. Er steht bereits unter Beobachtung und kann doch unbemerkt sein Bekennervideo aufzeichnen. Ich unterwerfe mich Abu Bakr al-Baghdadi, dem Gläubigsten der Gläubigen aus der Familie des Propheten, dem ich Gefolgschaft schwöre, in guten wie in schlechten Zeiten. Ich werde niemals seine religiöse Autorität anzweifeln und schwöre dem Islamischen Staat, treu zu dienen und den heiligen Krieg gegen die Ungläubigen mit allem, was in meiner Macht steht, zu führen. Allah ist mein Zeuge. Da muss man sagen, da hat der Staat und die Sicherheitsbehörden natürlich nicht funktioniert, sonst hätte man es verhindern können. Aber ich glaube, wenn man sich das rückblickend anschaut, muss man schon sagen, dass der Staat, die Sicherheitsbehörden hoffentlich auch die richtigen Konsequenzen gezogen haben. Und daraus wurde gelernt. Ob es am Ende heißt, dass man deshalb auch Anschläge zukünftig verhindern kann, da muss man ein Fragezeichen hintersetzen. Ich glaube, den Zahn muss man auch der Öffentlichkeit und Gesellschaft ziehen. Perleberger Straße in Berlin-Moabit, die Fussilet-Moschee. Im dort im Jahr 2010 gegründeten Moscheeverein Fussilet 33 verkehrten Gefährder, Salafisten, Sympathisanten der Terrormiliz Islamischer Staat und Anis Amri. Die Moschee galt lange als eine der Brutstätten des islamistischen Terrorumfeldes. Alle diese Zentren sind diejenigen, die diese islamische Kultur verbreiten und lehren. Und die verbreiten keine tolerante, traditionelle islamische Kultur, die früher existiert hatte, vor 30, 40 Jahren. Die sind alle islamistisch orientiert. Alle. In der Fussilet-Moschee residierte auch der selbsternannte Emir vom Wedding. Den Emir und seine Besucher hatte man von der Polizeiwache auf der anderen Straßenseite aus gut im Blick. Mit einer Überwachungskamera, ausgerichtet auf den Eingang der Moschee, observierten die Beamten, wer hier ein- und ausging. Die Überwachungsbilder zeigen Islamisten, die das Umfeld von Attentäter Anis Amri bildeten.
Man hat Erkenntnisse gesammelt, man hat sie zu spät ausgewertet oder man hat das Bild nicht zu schnell zusammengepackt zu einem Bild, was man versteht. Und deswegen ist es eben wichtig, nicht nur Daten, Fakten zu sammeln, sondern auch zeitnah auszuwerten. Die Szene wächst ja mit und unter Umständen weiß sie ja auch, dass sie im Blickpunkt der Sicherheitsbehörden ist. Deswegen, man kann es mit einem Bild machen, die ist wie so ein Chamäleon, die passt sich der Lage auch an. Erst 2017 wird der hinter der Fussilet-Moschee stehende Verein verboten. Die Berliner Innenverwaltung zögerte, tat über Jahre nichts. Erst Monate nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz wird die Moschee dann geschlossen. Seit Jahren werden Probleme in der Hauptstadt verschleppt, verschwiegen und unter den Teppich gekehrt. Und oft kapituliert die Berliner Politik ganz offen. Der Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg. Es ist der Drogenumschlagplatz der Hauptstadt. Längst hat der Bezirk aufgegeben und der Park ist zum Dauereinsatzort für die Polizei geworden. Jährlich werden hier mehrere tausend Strafanzeigen geschrieben. Im Angebot der Dealer findet sich alles, was das Konsumentenherz begehrt. Rund 200 Drogendealer zählt die Polizei zum Umfeld des Parks. Berlins oberster Drogenfahnder Olaf Schremm kennt die Problematik Görlitzer Park ganz genau. Der erfahrene LKA-Fahnder beobachtet die Situation seit Jahren. Die Dealer-Szene im Görlitzer Park setzt sich natürlich hauptsächlich aus Personen zusammen, die aufgrund ihres hier Status, Aufenthaltsstatus in der Stadt, sich oftmals mit dem Deal etwas nebenbei dazu verdienen wollen. Wir stellen fest, dass natürlich die Nationalitäten der Dealer dort im Görlitzer Park im Schwerpunkt afrikanischer Abstammung sind, die Personen dort. Die Lage im Park und der Umgebung ist alles andere als friedlich. Revierkämpfe unter den Dealern arten oft zu Schlägereien aus. Anwohner beklagen schon seit Jahren, dass Berlin nicht handelt. Meine Kinder, wenn die aus dem Hausflur gehen oder aus der Haustür gehen, kann es sein, dass sie gleich wieder zurückkommen, weil unten im Hausflur ein Drogenabhängiger wild fuchtelnd vor ihnen steht und ihnen der Massenangst einjagt, dass sie nicht rauskommen aus dem Haus. Oder dass sie nicht reinkommen, weil jemand im Hausflur sitzt und sich gerade eine Spritze setzt. Also man ist eingeschränkt in der Beweglichkeit. Man guckt auf der Straße, wenn man einkaufen geht, wie sind die Leute drauf? Haben die gerade so harte Drogen genommen, dass sie wie wild um sich schlagen? Also durch den Kiez schlendern ist nicht mehr schön. Um die Situation zu entschärfen, wollte die Bezirksverwaltung den Dealern Verkaufszonen anbieten. Die absurde Begründung: ganz los werde man die Drogenhändler ohnehin nicht. Berliner Politik. Man muss natürlich genügend Einsatzkräfte vorhalten. Da kann ich nicht mit einer Gruppenstreife hingehen und versuchen, diese Kriminalität zu bekämpfen. Das ist wie ein Katz-und-Maus-Spiel. Da müssen natürlich koordinierte Einsätze gemacht werden. Wir haben einerseits ein Problem von Drogenabhängigen. Die müssen wir wirklich als kranke Menschen ansehen. Und denen muss auch geholfen werden. Ganz klare Kiste. Und wir haben die Profiteure, die von diesen kranken Menschen verdienen. Und die müssen wir verfolgen. Und da muss der Rechtsstaat dann eben mit entsprechender Härte vorgehen. Die Gegend rund um den Görlitzer Park stuft die Polizei schon lange als sogenannten kriminalitätsbelasteten Ort ein. Hier werden jährlich die meisten Straftaten in Berlin protokolliert. Florian Naht ist Brennpunktermittler. Das Gebiet um den Problempark gehört auch zu seinem Revier. Das sind zum größten Teil tatsächlich Betäubungsmittelstraftaten und dann aber insbesondere auch Gewaltstraftaten, Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung und Raubstraftaten. Und natürlich eine ganze Menge zusätzlich noch Kleinkriminalität. Alles, was in solchen Bereichen anfällt, wo Tatgelegenheitsstrukturen, so wird das genannt bei der Polizei, halt relativ günstig sind in dem Moment, wo Polizei abwesend ist und nicht genug sozusagen schon von sich aus vorhanden ist hier im Kiez, um Kriminalität zu stoppen. An diesem Abend gibt es zumindest einen kleinen Erfolg.
Kollegen ganz in der Nähe können den Verdächtigen eines Raubs vom Vorabend festnehmen. Immer wieder kommt es zu Überfällen durch Drogenabhängige oder zu Auseinandersetzungen unter den Dealern. Für die Polizei ist der Girlie nicht ungefährlich. Nicht bei jedem sind die Beamten willkommen. Es gibt natürlich viele Anwohnende, die hier auch ganz, ganz deutlich ihre Vorbehalte gegenüber der Polizei artikulieren, die sich zum größten Teil auf das Thema Rassismus in irgendeiner Art und Weise beschränken. Und da ist es natürlich dann ganz schwierig, einen vernünftigen Dialog aufzubauen oder überhaupt in einen Dialog einzutreten, wenn man von vornherein mit dem Generalvorwurf konfrontiert ist, dass man aus rassistischen Motiven in irgendeiner Art und Weise hier als Polizei tätig ist. Das ist nicht der Fall. Was sind letztlich auch die Folgen eines jahr- und jahrzehntelangen Versagens der Politik, auch des teilweise bewussten Verschließens der Augen vor der Wirklichkeit? Das heißt, wir haben uns hier kriminelle Zweige entstehen lassen, die sich dann natürlich verfestigt haben, verwurzelt sind. Und das wieder rückgängig zu machen, das ist das, was ich sage, wo ein Marathonlauf, wo ein wirklich langer Weg und vor allem Ausdauer gefragt ist. Und zwar losgelöst von Wahlterminen, losgelöst von Wahlkämpfen, sondern das muss eigentlich allen rechtschaffenden Bürgern und insbesondere politisch Verantwortlichen am Herzen liegen, diesen Weg zu begehen. Das ist aber lange Zeit in Berlin nicht getan worden. Mittlerweile ist der Drogenhandel mobil geworden. Kuriere sind zu Hunderten unterwegs. Drogentaxis sind längst Teil der Verkaufsstrategie geworden. Rauschmittelbestellung per Handychat. Kundenfreundlich. Das Geschäftsmodell dieser Messenger-Dienste besteht natürlich darin, dass in den jeweiligen Chats Dealer ihre Ware anbieten. In der Regel natürlich bebildert, in der Regel auch mit Preisen, möglicherweise auch mit Rabatten. Da gibt es dann auch sogenannte Mengen zu Abschläge, wenn man viel kauft oder zu bestimmten Zeiten kriegt man entsprechende Prozente. Und die Käufer nehmen dann Kontakt mit den Dealern auf, über Telegram gehen in einen Privatjet, wo man nur zu zweit kommuniziert, verabreden sich dann dort über Preis, Ware, Treffpunkt und dann findet das Geschäft statt. Was viele Konsumenten nicht wissen, sie unterstützen mit jedem Kauf die organisierte Kriminalität. Denn längst mischen im lukrativen Geschäft mit dem Drogenrausch auch kriminelle Berliner Banden und Clans mit. In den Daten der geknackten Messenger-App AncroChat finden sich auch Unterhaltungen zwischen Nasser Remo und Komplize Tim H., nachdem die beiden kriminellen Geschäftspartner von einem Drogenhändler getäuscht wurden. Der Hund, er will uns verarschen. Habe Darknet-Junge gestern geschlagen. Habe seinen Stoff abgezogen. Gib ihm Strafgeld. Haben ja fast keine Gewinne gemacht. Kann ja nicht sein. Und dann sagt er, wir haben nichts geschickt, obwohl wir alles geschickt haben. Er soll Strafgeld 10.000 geben, sonst wir ficken sein Leben. Clans organisieren bis zu einem gewissen Grad, wird halt von denen nur die Organisation der Geschäfte übernommen. Bis zu einem gewissen Grad fassen die selber ja gar nichts mehr an. Das läuft alles über Kuriere und so weiter. Aber finanziell profitieren die natürlich wahnsinnig davon. Wer illegale Drogen konsumiert, unterstützt auch terroristische Organisationen. Das dürfen wir einfach nicht vergessen. Darüber macht sich überhaupt gar keiner Gedanken, der sagt, ja, ich kaufe jetzt hier ein bisschen Gras und rauche einen Joint. Wen er aber damit finanziert? Viele Berlinerinnen und Berliner wissen das gar nicht. Auch das Cottbuser Tor in Kreuzberg ist einer der sogenannten kriminalitätsbelasteten Orte. Für die Drogenszene am Kotti wurde nun Berlins neuestes Bauprojekt realisiert. Öffentliche Toiletten. Nach 5 Jahren Planung feiert die grüne Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann auf Twitter: Bam, da ist das Ding. Auch das ist Kommunalpolitik. 3 Toilettenhäuschen als absurdes Symbol für die vermeintliche Tatkraft und Umsetzungsstärke des Berliner Senats. Niemand in Berlin will Verantwortung ergreifen. Die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey will sich trotz mehrfacher Anfrage nicht äußern. Und die verantwortliche Innensenatorin Iris Spranger reagierte auf Anfragen für ein Interview zu diesem Film nicht. Dabei sind die Zustände in Berlin mehr als alarmierend. Die Ablehnung des Staates durch normale Bürger wird so befeuert. Ämter und Einsatzkräfte werden alleingelassen.
drängende Probleme überhört. So droht Berlin in der Bedeutungslosigkeit zu versinken. Was bleibt, ist ein Fleck in Deutschland, der im Rest der Republik und auch international längst kein Neid mehr erzeugt. Eine Hauptstadt am Abgrund. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.